Whoop, ba da dee da da, whoop, whoop, ba da dee da da, whoop, whoop, ba da dee da da, whoop. Ich finde den Song gut. Meine Meinung. Whoop, whoop, ba da dee da da, whoop. He what? He knows my name. And he told me his. Bibi hat in diesem Song ihre kleinen verletzbaren Gefühle offenbart. Und 1,2 Millionen Leute hacken darauf rum. Hätte ich auch Gefühle, wären sie verletzt. Ich finde diese künstlerische Schöpfung klasse. Meine Meinung. Ich muss zu allem eine Meinung haben, egal ob ich mich informiert habe oder nicht. Ich bin auch so ein bisschen krank, deswegen nicht wundern, dass meine Stimme im Arsch ist. Im übertragenen Sinne. Meine Stimme wurde übrigens auch heute bei der Wahl in Schleswig-Holstein gebraucht. Apropos Stimme. Schleswig-Holstein ist das letzte Bundesland über Hamburg. Ja. Es gibt ein Bundesland über Hamburg. Es ist eine große Wiese mit vielen Schafen. Also wenn ihr dieses Video seht und auch auf dieser Wiese lebt, dann hoffe ich mal, habt ihr gewählt. Was ist das für eine Waffe? Die F2000? Seit wann ist die F2000 in dem Spiel? Das heute war nämlich auch meine erste Wahl. Sowie die neuen Effekt Ice Sticks. Perfekt für den Sommer. Mmh. Mmh. Lecker. Who's the best in the game? Nein, also ich durfte wirklich vorher noch nie wählen. Also ich habe in letzter Zeit ein bisschen informiert, für was welche Partei steht, was sie erreichen möchten und was so realisierbar ist, sag ich mal. Also ich finde halt Politik insgesamt eigentlich richtig interessant. Aber ich meine, hey, ich spiele Call of Duty im Jahr 2017. Wer bin ich zu sagen, was cool ist und was nicht? Politik ist ein bisschen wie YouTube-Beef. Genau mein Ding. Ah, ihr könnt die Mietpreisbremse nicht durchbringen. Ihr könnt die Fehmarn-Weltbrücke nicht zu Ende bauen. Das geht nicht. Nein, nein, nein. Boah, ihr habt die Penta-Nuke gefaked. Es ist YouTube-Beef für Intellektuelle. Es ist für Gymnasianer. Für Abiturienten. Oh mein Gymnasianer. So Kubicke gegen Stegner ist sowas wie Effekt gegen Monster. Ihr wisst alle, wer beim zweiten gewinnt. Ich will damit nur sagen, dass ihr wisst, wer gewinnt. Ich hoffe, es kommt zu einem demokratischen Ergebnis auf der Wiese mit den vielen Schafen und in den Kommentaren. Mäh. Und ich hoffe, die AfD geht unter auf dieser Wiese. Jetzt aber im Ernst, falls irgendjemand von euch denkt, ja, die AfD ist eigentlich eine relativ gute Partei, weil die hassen irgendwie alle Leute, dann müssen die ja irgendwas richtig machen. Echt nicht. Echt nicht. Übrigens, diese Aussage mit dem, wenn dich Leute hassen, weißt du, dass du etwas richtig gemacht hast. If people hate you, you know you're doing something right. Nein, verdammt, das stimmt nicht. Mann, das ist Schwachsinn. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Aber ich habe noch niemanden gehasst, weil er etwas richtig gemacht hat. Man muss dann natürlich so ein bisschen differenzieren. Es kann natürlich immer sein, dass Leute neidisch auf einen sind. Aber wenn euch Leute hassen, ich meine ja nur, hört auf sowas zu sagen. Also Leute, wählt wirklich reflektiert und macht euch ein paar Gedanken darüber, weil ich habe wirklich keinen Bock, in einem Land zu leben, in dem Leute irgendwie an die Macht kommen, die sagen, ja, du kommst von da und da, deswegen bist du so und so, du machst nur Ärger, bleib draußen. Grenzen zu. An Infinite Warfare sind Ausländer schuld. Ich bin ja kein Nazi. Aber wenn ich sehe, dass Leute Monster trinken, wisst ihr was? Ich hau's jetzt einfach raus. Ich mach's einfach, ja? Leute, die meinen, die AfD ist für irgendeinen Menschen hier in Deutschland eine gute Alternative oder irgendwie eine Möglichkeit zu wählen, ja? Dass es eine gute Partei ist oder so. Wisst ihr was? Solche Leute meinen auch. OX Stylers Dark Matter Video mit 300.000 Aufrufen hat mir wirklich geholfen. Ich meine ja nur. Also auch an die Leute aus NRW, überdenkt eure Wahl wirklich mal und wählt OX Charlie. Der setzt sich dafür ein, dass es bald rothaarige Emojis bei WhatsApp gibt. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt noch keine rothaarigen Emojis bei WhatsApp. Dafür aber 10 verschiedene Emojis von Zügen. Von Zügen. Lasst das mal auf euch wirken. Also Leute, geht wählen, trinkt kein Monster, rennt nicht mit Scheren in der Hand. Meine Meinung. Ich bin raus, gebt eine Bewertung ab, wenn es euch gefallen hat. Und wenn sich jetzt noch irgendjemand fragt, warum soll ich denn nicht die AfD wählen? Tell me Live-Quiz-Duell-Herausforderung. Wie viele Mückenarten gibt es auf der Welt? Also 7.500, 14.500 oder 33.000? 7.000. Oh. Was trifft auf den Seeadler zu? Ist fast blind, weltweit größer Greifvogel, ernährt sich ausschließlich von Fleisch, Fisch, kräftiger Schnabel als der Steinadler. Der Seeadler. Der kann nicht blind sein. Größter Greifvogel? Kräftiger Schnabel als der Steinadler. Wer soll die Scheiße denn wissen? Ich heiße auf Quizduell genauso wie bei Snapchat. Wie heiße ich wohl auf Snapchat? Okay, wir spielen Macht und Geld. Welche der folgenden Kredite hat keine feste Laufzeit? Baufinanzierung, Forward-Darlehen, Ratenkredit oder Dispositionskredit? Feste Laufzeit? Dispositionskredit? Chile? Oh, Syrien. Ich würde sagen Gewerb oder Getränk? Ich nehme Getränk, okay. Erbschaftssteuer. Ich führe trotzdem. Meine Meinung. Seit wann ist die F2000 in dem Spiel?